Hallo und willkommen beim Wissgenerd. Und heute habe ich wieder ein Blind Sample von lieben Whisky Dodo bekommen. Ja, wir schicken uns immer gegenseitig Blind Samples hin und her. Und heute bin ich wieder an der Reihe. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung, was hier drin ist. Hier ist dann die Lösung. Gut verklebt. Schöne Farbe, aber ich weiß leider gar nichts. Schauen wir mal, was mir da lieber Dodo hier schickt. Oh, da riecht schon sehr schön. Sehr schöne Farbe. Habe ich irgendwas? Leider weiß ich jetzt nicht gefärbt. Ungefärbt. Aber doch eine sehr schöne Farbe. Sich selbst geht schon ein bisschen ins Rosé. Sehr schöne Farbe. Kommt gleich sehr würzig. Eiche, viel Gewürze. Ja, und Alkohol. Zurzeit trinke ich also 46-48%ige, aber hat mehr. Machen wir mal auf Normen. Ja, der schäumt. Also wenn das stimmt, von lieben Whisky Bubbler, könnte der wirklich 50% haben, oder muss er da noch kosten? Jetzt kommt noch ein bisschen Zitrus. Bisschen so Orangen. Und Karamell. Schauen wir mal. Ja, der könnte wirklich, ja, Zunge brennt. Ja, denke, der hat 50%. Mindestens 50%. Starker Antritt. Fruchtig. Ja, Haselnuss. Haselnuss. Ja, hat so was Glühweinartiges. Bisschen Trockenpflaumen. Ja, leer. Langer, süßer Abgang. Jetzt dürfte er sich. Ne? Jetzt dürfte er sich hier um Portwein handeln. Denke ich mal.
schöne Nase. Ich hatte erst zuletzt am Wochenende ein Tasting mit ein paar Freunden. Da war auch der Tomatin dabei. Aber ich schätze mal hier auf ein Portwein Finish. Finish, ja. Ja, aber mit 50%. Ja, schon, der Tomatin hat 46 und der Kollege hier ist stärker. Kommt mir stärker vor. Ja, da fallen dann schon einige weg. Tomatin, Benrir, Atmore, Portwood Finish. Das ist auch sehr gut. So, was kenne ich jetzt mit über 50%? Für ein stürmischer Whisky. Kommt sehr ungestüm daher. Er ist noch nicht so alt. Sehr würzig. Schöne Eiche. Kommt ja sehr ungestüm daher. Ja, sicher noch unter 10 Jahre. Ja. Orange, Mandarine. Und der Karamell. Auf jeden Fall, na, Speyside auf jeden Fall keiner. Also ich tippe hier schon mal auf Schottland. Sehr ungestümer Kollege. Ja. Auf jeden Fall kein Speyside. Sehr ungestüm. Was hat mir hier der Dodo geschickt? Es könnte sich um einen Inselwhisky handeln. Da hatte ich auch schon einige. Der Kilchhoman. Passt auch nicht vom Geschmack. Buch Lady hat welche. Da weiß ich jetzt nicht, wie viel Alkohol der gehabt hat. Also Portwood, absolut meine Lieblingswhiskys. Da hatte ich schon einige im Glas. Auch schon den Amrut aus Indien. War noch ein Österreicher zu Hause. Kommt auch noch mit einem Portwood. Mindestens 50%. Leicht cremig. Ja, die Würze. Haselnuss, Orange, ja, Orange, Mandarine so in die Richtung, Karamell, ja, sehr lang und süß, kommt mir ein bisschen bekannt vor. Auf jeden Fall
tippe ich auf einmal auf ein Portwood-Finish. Ein Inselwhisky, würde ich meinen, hier von dem Charakter her. Aber da passen Kirchhofen und Buchleidy auch nicht. Jura. Kommt mir bekannt vor. Man sollte nicht so viel Whiskys trinken, aber mach mal. Ja, was gibt's denn dann noch? Ich sage auf jeden Fall mal ein Portwood. Tippe ich unter 10 Jahre. So wie er daherkommt. Mindestens 50% Alkohol. Und ein Inselwhisky aus Schottland. Schauen wir mal, ob das stimmt. Naja, kommt mir bekannt vor. Ja, werden wir sicher nachher wieder ärgern. Ja, wenn man mit Messer, aber ich glaube, das ist hier. Das war wieder sehr gut. Geklebt. Also wie gesagt, Portwood, Schottland, auf jeden Fall eine Insel. 8 Jahre. Ja, werden wir sicher gleich ärgern. Ja, und es ist der Erwin Port Cask Finish mit 50% Alkohol. Ach Gott, ja, ich wusste, er kommt mir irgendwie. Ich hatte erst zwei, drei Erwins im Glas, einen 10-jährigen, auch diesen. Den Portwood. Und ich glaube, das war noch dann ein 14-Jähriger dabei. Ach, das ärgert mich jetzt, was ich da nicht erkannt habe. Aber wenigstens zum Teil bin ich da doch, war ich richtig. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und jetzt überlege ich mir, welches Blind Sample ich als nächstes den lieben Whisky Dodo schicken werde. Es wird, vielleicht kommt jetzt schon langsam einer, also Papa wartet ja auch schon auf einen Österreicher. Vielleicht ist ja mal einer dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Whisky Nerd. Ciao!